Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA Ultimate Team und ich habe neulich, weil ich zu Hause, naja, eventuelle extra Pflichten erfüllt habe, ich kann es ja kurz sagen, meine Stiefgroßmutter ist hier im Hause gestürzt, als meine Eltern im Urlaub waren. Und da habe ich mich halt um sie gekümmert, sie zum Krankenhaus gefahren, zur Untersuchung und dann das Essen für sie hochgebracht, was wir bestellt hatten und so weiter und so fort. Und da habe ich jetzt Entschädigung von meiner Mutter. Ja, sie hat die bezahlt für mich FIFA und da habe ich schon mal gehört, gut, dass ich die Ultimate Edition bestellt habe, ne? Das ist schon mal 10 Euro mehr Ersparnis. Und da habe ich gerade diese 80 Euro, die ich jetzt quasi geschenkt bekommen habe, möchte ich dann natürlich nicht einfach mal so eben für mich verwenden, sondern habe ich mir gedacht, die möchte ich natürlich auch euch zugutekommen lassen, denn das Let's Play ist ja auch für euch. Und da habe ich gerade, gut, diese 80 Euro investierst du halt nochmal in FIFA Points und machst dir nochmal ein Pack-Opening außerhalb der Reihe. Das war eigentlich nicht geplant, aber naja, komm. Machen wir es einfach mal. Also, fangen wir wieder an mit den Packs. Und ich denke mal, je bessere Sachen wir jetzt ziehen, umso bessere Teams kann ich euch im Let's Play auch bieten. Und ja, ich möchte euch ja versuchen, so viel wie möglich im Let's Play zu bieten. Deswegen denke ich mal, ist das die beste Möglichkeit, diese 80 Euro zu investieren, um nochmal FIFA Points zu sammeln. Ich hatte ja die Woche sowieso gesagt, dass ich vorhabe, Dingensbummens, falls Schürrle ins Team der Woche kommen sollte, dass ich dann auf jeden Fall den Pack-Opening nochmal machen werde. Und ich habe gerade gesehen, dass meine Transferliste voll ist. Das ist natürlich ärgerlich. Ich würde sagen, dann mache ich hier gleich nochmal wieder eine Pause mit dem Pack-Opening. Und wir sehen uns dann am besten gleich wieder, wenn die Stunde rum ist und ich meine Transferliste löschen kann. Ich habe nämlich gerade eben erstmal alles, was drauf ist, gestartet. Ach komm, eins ziehen wir noch, wenn ich das Gutes ziehe, dann kann ich immer noch warten, bis die Stunde rum ist und das dann hier zufügen. Nur nochmal so zum am Anfang, um euch das zu erzählen, dass hier halt, wie ich jetzt dazu komme und wie gesagt, weil jetzt halt der ein richtig geiles Spiel gemacht hatte gegen Schweden, 3 Tore gemacht und gegen Irland hat auch schon ein Tor gemacht, bin ich mir ganz sicher, dass der spätestens nächste Woche ins Team der Woche kommen wird. Deswegen werden wir jetzt erstmal 6000 FIFA Points ziehen und dann nächste Woche nochmal 6000 FIFA Points. Und ja, dann haben wir jetzt diese Woche die Chance auf einen Lahm und einen Groß-EF für unser Bundesliga-Team. Oh, Higuain. Ist, glaube ich, gar nicht so viel wert, haben wir, glaube ich, schon mal gezogen. Ja, und haben dann halt nächste Woche nochmal Zeit, eine Schürrle zu ziehen für mein eventuelles Barclay-Team, was dann wieder aufgefrischt werden könnte. Ja, mein Franzosenteam wurde jetzt ja momentan erstmal zum Zweitteam deklassiert. Da ich, ja, wegen dem Freundesteam, was wir im letzten Mal hatten. Oh, Sergio Busquets, glaube ich, was? Oh, nee, der hat nur 356 Tempo. Fällt es ein bisschen was wert? Wir können ja mal kurz gucken. Können wir nicht gucken, weil natürlich die Transferliste voll ist. Naja, gut, dann gucken wir das dann am besten gleich, wenn ich jetzt mal einen doppelt ziehe, der selten ist. Dann, wie gesagt, werden wir kurz Pause machen und ich werde warten, bis die Transferliste wieder erreichbar ist und dann sehen wir uns danach weiter. Wieder. So, komm schon, was ist jetzt diesmal drin? Hoffentlich mal was Schickes. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Sergio Busquets jetzt was Besonderes gewesen ist. Ich gehe mal davon aus, dass er nichts war. Ja, also das sind meine Pläne. Jetzt ein 6000 FIFA Points Pack Opening und ein Spiel daher und nächste Woche noch ein 6000 Points Pack Opening und ein Spiel daher und dann sind wir vielleicht alle wieder zufrieden. Und ich habe momentan schon so viele FIFA Parts aufgenommen, dass ich momentan sogar überlege, oh, Marquisio. Dass ich momentan schon überlege, ob ich nicht vielleicht 2 Parts täglich machen soll. Zumindest vorerst, weil sonst komme ich gar nicht hinterher, meine ganzen Parts hier zu veröffentlichen, sage ich mal. Sonst habe ich dann bald irgendwie 2 Monate im Voraus aufgenommen, das ist auch blöd. Vielleicht, wenn ich mal so eine kleine Durststrecke habe, zum Beispiel ist Beyond Two Souls hier bald vorbei, oder wenn ihr das hier seht, ist es vielleicht sogar schon vorbei. Und bis zu Batman Arkham Origin ist ja zum Beispiel irgendwie 3-4 Tage Zeit oder so. Und dann wäre ja perfekt, dass man in der Zeit dann halt einen doppelten FIFA-Part bringt und wenn dann zum Beispiel Ratchet & Clank Nexus vorbei ist und die PlayStation 4 noch im Moment braucht, bis er rauskommt, dann kann man in der Zeit zum Beispiel auch noch ein paar zu doppelt FIFA-Parts bringen und so weiter und so fort. So hatte ich mir das jetzt vorgestellt. Also immer wenn ein Projekt endet und das nächste Projekt noch ein paar Tage braucht, bis es startet, dass in der Zeit dann halt FIFA doppelt gebracht wird. Damit ich so ein bisschen die vorrätigen Parts abbauen kann. Oh, ein Rechtsverteidiger in Silber mit 86 Tempo ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Ein Innenverteidiger mit 86 Tempo wäre natürlich noch besser, aber ist ja kein Wunschkonzert hier, ne? So, komm schon. Zeig mir mal, was wir denn diesmal haben. Komm schon. Messi ist vorne drauf. Da kann auch mein Messi drin sein.
Ja, Palatio ist, glaube ich, auch ein bisschen was wert, aber wie gesagt, ich kann es halt momentan nicht nachgucken. Zumindest noch nicht. Also das ganze Kram hier wieder weg. Und ja, wie gesagt, sobald wir den ersten seltenen Spiel doppelt haben, das sollte hoffentlich bald mal der Fall sein, dann werden wir halt kurz Pause machen. Ich warte, bis meine Transferliste wieder frei ist und dann machen wir weiter. Was? Was? Alter! Ah! Ja, natürlich! Junge! Okay, das werde ich mal ganz kurz am PC nachgucken, wie viel der wert ist. Das ist der beste Zug, den ich jemals gemacht habe in ganz FIFA. Alter, tschüss, Bundesliga Blaschikowski Typi Robben ist da. Na sicher. Alter. Hätte ich nicht gedacht, dass ich sowas ziehen werde. Nie im Leben. Nie im Leben. Warte, Robben. Falls ihr euch fragt, wo ich nachgucke, ich hatte ja mal eine kurze Zeit lang bei Footwiz geguckt, aber da sind die Preise nicht so ganz aktuell. Da kann man eher die Stärken nachgucken. Ich gucke jetzt mal ultimatedb.nl und dann halt auf PlayStation 3. Und da ist Robben zurzeit circa, ja, 431.071 Münzen wert, durchschnittlich. Also, ich würde sagen, ein, ja, ganz akzeptabler Zug. Alter! Ich überlege gerade, ob ich meine Holländer-Mannschaft wieder auffrischen soll. Und ob der kommt auf dieses Mal ein Bundesliga-Team, aber... Alter Vater! Ja, komm, jetzt noch ein Robben. Dann haben wir zumindest noch mal ein bisschen Geld zum Investieren. Das war das beste Pack, was ich jemals hatte. Ich werde mich dieses ganze Pack-Opening nicht mehr beschweren, dass ich irgendwas ziehen möchte. Scherny auch nicht schlecht. Und damit haben wir jetzt auch unseren ersten Spiel, der doppelt ist. Also mit diesem kleinen Cliffhanger schicke ich euch jetzt erstmal eine kurze Pause. Für euch wird es ja wahrscheinlich kein neuer Part sein. Nein, 7 Minuten wird definitiv kein neuer Partner sein. Für mich wird es jetzt einen kleinen Moment dauern. Ich werde Robben mal kurz ins Team integrieren, vielleicht mal kurz austesten. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn meine Transferliste bereit ist. Ja, befreit zu werden. Also, ich hoffe, ihr hattet bis hierhin schon mal Spaß und bis gleich. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play FIFA Ultimate Team. Und ja, jetzt ist mein Tauschstapel wieder frei, das heißt, es ist wieder Zeit, weitere Packs zu ziehen. Und ja, wie gesagt, mit dem Robben bin ich eigentlich schon vollkommen zufrieden mit dem diesigen Pack-Opening. Das heißt, alles, was jetzt kommt, ist quasi schon fast Bonus. Denn ich habe schon fast das raus, was ich theoretisch in Münzen investieren müsste, um die ganzen Packs hier zu ziehen. Na gut, um die ersten 6000 FIFA-Points zumindest zu ziehen. Und ja, ich bin voll und ganz zufrieden, also jetzt kann eigentlich kommen, was will. Ich wäre natürlich ganz zufrieden, wenn noch was kommen würde, aber ich meine, beschweren kann ich mich jetzt eigentlich nicht mehr. Denn so einen Robben muss man erstmal ziehen. Ich meine, das ist ja auch nicht ganz normal, dass man immer mal so mal eben einen Robben zieht aus einem Pack. Aber es ist ja auch für euch, wie gesagt. Und dann hoffe ich, dass ich euch jetzt in der nächsten Zeit auch mal was mit meinem Bundesliga-Team bieten kann, wenn ich mich dann an den Robben gewöhnt habe. Ich bin jetzt ein bisschen auf den Blaschikowski gewöhnt, der dann auf der Seite nicht so der ultimative Abschlussexperte war, sondern eher derjenige, der dann mal lieber vorlegt oder sowas. Aber, wie gesagt, zufrieden kann man da, denke ich mal, schon sein. Nein, den Abate würde ich gerne auf den Tauschstapel legen. Transferliste. Der Rest kann weg. Weg kann der. So. Und dann gucken wir mal, was noch so kommt. Weiß nicht, die Hälfte sollten wir dann gleich haben, sobald wir bei den 9000 sind. Also die Hälfte von der ersten Hälfte, sage ich mal. Der Hälfte von diesem Pack-Opening, so. Und mal gucken, was diesmal uns erwarten wird. Ja, nichts Besonderes, ne? Aber, wie gesagt, ich muss mich eigentlich für nichts beschweren, was jetzt nicht mehr kommt. Ein Robben ist vollkommen ausreichend fürs Erste. Mit dem kann ich schon durchaus was anfangen. Ja, vielleicht verkaufe ich den Blaschikowski dann auch wieder, dann haben wir nochmal ein bisschen Geld dazu bekommen, so circa 9000, denke ich mal, werden wir dafür noch kriegen. Und nochmal ein Hummels, ist auch nicht schlecht, und noch ein Goldpack dazu, ich meine, das Pack hier hat sich auch schon mal wieder gelohnt. Hummels kann man auch ganz gut verkaufen. Lösen wir das Set mal ein und packen den jetzt den Rest hier wieder in den Verein und machen den Hummels auf die Transferliste und den Rest wieder weg. Und mal gucken, was dann jetzt als nächstes kommt. Ich bin sowas von zufrieden. Ich kann es gar nicht mehr ausdrücken. Ich konnte natürlich nur kein Spiel mit Robben spielen, weil ich natürlich warten musste, bis die Transferliste frei ist, damit ich überhaupt wieder auf FIFA Ultimate Team zugreifen kann. Und ja, Sonja ist auch nicht so schlecht.
Wäre theoretisch auch eine Möglichkeit für ein Franzosenteam gewesen, aber da habe ich jetzt ja den Thiago Silva hinten in der Innenverteidigung, deswegen müsste ja auf rechts eher einen Brasilianer, damit die Chemie besser stimmt. Sonst hätte unser Thiago Silva hinten nämlich eine total verkackte Chemie gehabt. Der hat ja schon eine rote Verbindung zu Lloris und zu Koscielny, deswegen hatte ich mich da ja für entschieden, den Mariano nach hinten rechts zu packen, weil die französische Liga hatte eine vernünftige Verbindung zu Matuidi und Valbuena und eine sehr gute Verbindung zu unserem Thiago Silva gehabt. Für die Leute, die sich fragen, warum ich da nicht einen besseren Rechtsverteidiger drin stelle oder den Konko lasse, weil der Konko wäre dann irgendwie total für den Arsch gewesen. Weil der dann nur zwei vernünftige Franzosenverbindungen gehabt hätte, so gelbe Verbindungen, weil er nicht dieselbe Liga ist und dann zu Thiago Silva eine rote, deswegen. Ich wurde dann schon gefragt, warum ich denn den Konko rausgenommen hätte, weil der wäre doch so gut. Ja, finde ich auch, dass der gut ist, aber wie gesagt, der würde halt nicht zu Thiago Silva passen. Und dann gucken wir mal, und oh, da höre ich gerade im Hintergrund, dass da gerade mein Radio-Dingens angegangen ist, warum auch immer. Kurz ausmachen, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Aber das ist ja schon ein bisschen störend. So. Der Rest kann weg. Mal gucken. Ich hoffe ja, dass wir noch was kriegen. Die erste Hälfte dieses ersten, der ersten Hälfte, also das erste Viertel, sage ich mal, von den FIFA Points ist aufgebraucht. Wenn jetzt noch ein Ribéry und danach ein Messi und danach ein Ronaldo kommt, dann sind die Viertel ganz gut aufgeteilt. Ja. Ich frage mich immer, was mache ich, wenn ich jetzt einen super hammergeilen Spieler ziehe? Wenn ich jetzt zum Beispiel Messi ziehen würde oder den Van Persie IF. Was mache ich dann? Verkaufe ich den, nehme die Münzen und investiere das in ein richtig geiles Bundesliga-Team oder ein richtig geiles... Okay, gut, den Franzosen-Team kann ich, wie gesagt, wenig noch verbessern. Oder baue ich dann zum Beispiel auf der Basis von einem theoretischen Messi, den ich garantiert niemals ziehen werde, aber würde ich dann auf dessen Basis lieber ein Team aufbauen, weil, wie gesagt, so schnell kommt man dann halt auch nicht wieder an den Messi. Ist dann immer die Frage, so ein Robben passt ja natürlich perfekt in unser Bundesliga-Team, genauso wie damals der Götze perfekt in unser Bundesliga-Team gepasst hat. Und genauso wie der Nasri damals perfekt in unser anderes Team gepasst hatte, in unser Premier League-Team damals noch. Also, die meisten Spieler, die ich gezogen habe, haben halt meistens auch immer da reingepasst, wo ich ihn gerade benutzt habe. Oder was ich gerade machen wollte. Aber wenn ich jetzt mal so einen Hammer-Spieler ziehen würde, dann bin ich wirklich immer so ein bisschen zwiegespalten. Was machst du jetzt? Theoretisch würde ich euch ja fragen, was ihr das macht, aber dafür habe ich halt ehrlich gesagt noch nicht genug Kommentarschreiber und auch noch nicht genug irgendwie Zuschauer, um das wirklich realistisch entscheiden zu können. Also mit eurer Hälfte zumindest. Deswegen bin ich da noch ein bisschen auf mich allein gestellt, aber vielleicht kommt das ja noch, vielleicht kommt es auch nicht. Ist mir ja auch vollkommen bewusst, ist ja hobbymäßig hier, ne? Ist ja nicht so, dass ich das jetzt irgendwie für irgendwas machen würde oder so. Weil ich habe auch schon eine Partnerschaftsanfrage bekommen, beispielsweise von, ich weiß nicht, ob ich das erwähnen darf. Also ich habe von einem, von einer Gruppe auf YouTube, sage ich mal, eine Partnerschaftsanfrage bekommen, von einer etwas größeren Gruppe sogar. Und habe ich bislang noch nicht angenommen und werde ich wahrscheinlich auch noch nicht annehmen, denn wie gesagt, momentan ist das für mich alles noch mehr Hobby als alles andere und dann weiß ich nicht, ob das da so gut reinpasst, dass man dann da wirklich irgendwie was für nehmen soll oder so, keine Ahnung. Vielleicht, wenn sich das in Zukunft irgendwie noch verändern sollte, dann werde ich euch auf jeden Fall noch drüber informieren. Momentan, wenn auf irgendwelche Videos Werbung geschaltet sein sollte, dann liegt das nicht an mir, sondern dann liegt das daran, dass da zum Beispiel irgendwelche Inhalte von Drittanbietern drin sind, wie zum Beispiel hier in FIFA die Hintergrundmusik, die ist hier auch teilweise GEMA-geschützt, das heißt teilweise muss ich die entfernen, teilweise wird sie halt dann einfach nur gesagt hier, wird von einem Drittanbieter, ist die und hat keine größeren Folgen für dich, du kannst halt noch keine Werbung draufschalten, kann ich ja momentan eh nicht, also stört mich das dann nicht so, deswegen lasse ich die FIFA-Musik auch erstmal laufen. Wenn dann halt wirklich eine GEMA-Musik da drin vorkommt, dann nutze ich halt momentan noch das neue Beta-Feature von YouTube, womit dann YouTube selbst die Musik entfernt. Hat bislang eigentlich ganz gut geklappt, zum Beispiel in Kingdom Hearts hatte ich das, als die Opening-Sequenz da kam, eins der geilsten Spiellieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Opening-Musik von Kingdom Hearts, aber die war leider GEMA geschützt und deswegen, naja, musste ich dann halt da das erste Mal dieses Feature nutzen und hat eigentlich ganz gut geklappt und seitdem nutze ich das. Also wenn dann mal irgendwann plötzlich Stille im Hintergrund ist, dann wundert euch nicht, dann
hat YouTube das für mich entfernt. Wenn da irgendwelche Fehler auftreten sollte, dann würde ich euch darum bitten, bitte in den Kommentaren zu schreiben, wenn ihr sagt, oh, da fehlt aber auch was von dir und so weiter und so fort, dann werde ich das Video natürlich nochmal offline nehmen und den Sound dann eigenständig entfernen. Nur so lange, wie es noch funktioniert, nehme ich halt erstmal dieses YouTube-Feature. Und das finde ich eine ganz gute Sache von YouTube, dass die dann nicht sagen, hier, da ist Musik drin, hast halt selber Schuld, dann schalten wir dein Video nicht frei, sondern dass wir uns dann jetzt wirklich mit dem neuen Feature anbieten. Hier, wir können die Musik übrigens auch für dich entfernen. Dann hast du nicht mehr zusätzliche Arbeit und kannst das Video dann trotzdem freigeben. Finde ich eine ganz gute Sache. Was ich nicht so eine gute Sache finde, ist, dass wir jetzt momentan noch nicht mehr einen vernünftigen Goldspieler bekommen, aber wie gesagt, beschweren kann ich mich nicht. Wäre nur ganz schön, wenn wir nochmal was bekommen würden. Aber vielleicht hebt sich FIFA das ja auch auf die zweite Hälfte der Coins auf, die wir dann ja nächste Woche vermutlich ziehen werden. Also für mich nächste Woche, wenn ihr das hier sehen werdet, wahrscheinlich schon in ein paar Tagen. Wenn dann hoffentlich der Shirley EF rauskommt. Jetzt sind ja auch zum Beispiel noch der Lahm und der Groß drin, die ja im Länderspiel natürlich nicht schlecht waren, aber auch nicht sonderlich gut. Ich denke mal, das hat doch was mit dem Manchester City-Spiel von der Woche davor zu tun. Dass FIFA sich das gemerkt hat, hier übrigens, die Bayern, die haben ordentlich gerockt gegen Manchester City. Haben die ordentlich dominiert. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall mindestens einen Bayern-Spieler reintun. Wenn Deutschland dann noch zusätzlich gut gespielt hat, dann packen wir halt dann gleich zwei Bayern-Spieler rein. Und ja, die Länderspiele vom Dienstag wurden dann noch nicht so berücksichtigt. Ich hoffe dann, dass FIFA sich das ebenso merken wird bis nächste Woche mit dem Schürle. Denn ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wer es jetzt viel mehr verdient hätte, ins Team der Woche zu kommen, weil ein Dreierpack im Länderspiel und ein Tor zusätzlich noch zu Irland und wahrscheinlich wird er in der Liga jetzt am Wochenende auch nochmal ein Tor schießen, hoffentlich. Dann ist, denke ich mal, alles safe, dass der reinkommt. Und den würde ich schon gerne haben, denn der habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Schürrle ist für mich nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsspieler von Deutschland. Damals schon bei Mainz, dann bei Leverkusen und jetzt auch bei Chelsea. Immer eine Macht, immer gut. Bei Leverkusen hat er zwar so einen kleinen Durchhänger gehabt, aber trotzdem war er für mich halt essentieller Bestandteil meiner FIFA Ultimate Team Mannschaft von FIFA 12 und von FIFA 13. Und würde das in der Premier League wahrscheinlich auch wieder hier in FIFA 14 sein, wenn er denn in Form rauskommt. Ich habe momentan halt auch schon geholt in nicht in Form, aber halt mit einer Premier League Mannschaft noch nicht wirklich gespielt, denn ich habe halt momentan die Franzosen und die Bundesliga und das reicht mir vorerst. Mal gucken, wie sich das dann noch alles entwickelt. Sehen wir dann ja, ne? Matic, ja, ist zwar ein 80er, aber ich glaube, darauf kann man hier in FIFA nicht mehr so viel werten, denn der wird nicht so viel wert sein, das kann ich euch schon mal an den Werten, die ich eben grob überflogen habe, mal kurz, ja, schon sagen, denke ich mal. Also, wenn ich mich irre, dann tut mir es natürlich leid, aber ich denke mal, so viel wert ist er nicht und wir nähern uns jetzt schon den letzten Packs. Das ging jetzt ziemlich schnell, nach dem Robben kam nichts mehr, aber, na gut, ein Young noch und ein Hummels, auch nicht schlecht beide, aber es geht besser, komm schon. Zwei Packs noch, FIFA. Wir wollen den Zuschauern vielleicht noch einen Hammer bieten. Das vorletzte Pack für dieses Opening. Dann wird das wohl alles doch in einen Part passen, das Opening hier. Und dann werden wir im nächsten Part dann, denke ich, nochmal ein kleines Spielchen machen. Oh, Victor Valdez ist natürlich nicht ganz so gut wie Casillas, aber ich kann ja mal ganz kurz, jetzt haben wir ja die Möglichkeit, gucken, wie viel der denn wert ist momentan. Da will einer 2600, der geht nicht. Vielleicht geht der noch. 2200, ja gut, 2000 kriegt man dafür, ist jetzt nichts Besonderes, aber vielleicht kriegt man auch 2500, sieht man dann ja, auf jeden Fall erstmal so weg und jopp, die beiden noch weg und dann das letzte Pack für heute, das letzte Pack wird gezogen und was ist da Schickes dabei, was wird uns dieses Mal erwarten? Zeig es uns, FIFA. Es ist nichts. Okay. Gut. Dann haben wir aber immerhin noch hier, fällt mir gerade ein, unser geschenktes Goldset. Das werden wir noch schnell einsetzen. Das haben wir ja zwischendurch mal kurz in den Pack gezogen. Also öffnen. Und was verbirgt sich dahinter? Na, nichts. Überhaupt nichts. Gut. Das war's dann für dieses Pack-Opening. Ich hoffe, auf jeden Fall, ihr hattet Spaß und werdet dann in den nächsten Tagen wahrscheinlich ein kleines Spielchen von mir sehen. Wahrscheinlich werde ich das jetzt gleich sogar noch aufnehmen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet dann noch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann
und auf Wiedersehen.